Hallo Leute und willkommen zurück zur Pixelmon Adventure Map. Und wir stehen vor dem Turm der Legenden. Wir sind Pokémon Liga Champ und haben jetzt nur noch eine Hürde vor uns. Und zwar den Turm der Legenden. Ich habe keine Ahnung, was uns erwarten wird. Wie ihr seht, habe ich auch ein Legendenteam mit. Bis auf Hurengard. Also alles Ladies am Start. Das absolute Ultra-Team. Denke ich, hoffe ich. Und wir steppen mal rein und schauen, was uns hier erwarten wird. Teleports im Turm finden etwas verzögert statt. Einfach warten. Ja, ist ja in der Pokémon-Liga auch so gewesen. Das macht ja nichts. Shiny Aaron? Ist hier irgendwo ein Berg? Oh nein, es ist ein Berg. Oder ist es weg? Okay, schade. Schade, schade. Okay. Was haben wir denn hier? Attackenhelfer haben wir hier noch. Helfer war... Helfer, ne? Haben wir Verwurzler? Aromakur vielleicht? Oder Lichtschild? Nee, verwurzt das immer so, dann kann man halt nichts machen, ne? Was gibt's denn hier an leerbaren Attacken? Genau, Leitteiler, Schmarotzer, okay. Donnerschlag, Steelbeam. Was? Todeskuss. Ableithieb ist stark. Sprungfeder ist stark. Latscher ist heftig. Okay. Was haben wir hier noch? Hier ganz normaler Händler. Wir haben noch 38.000. Vielleicht noch ein paar Top-Trinke holen. Leber. Vielleicht. Was brauchst du? Und nur Bälle. Ja, ich glaube. Dann holen wir uns hier ein paar Top-Tränke. Zum Heilen noch. So. Nice. Alright, let's go. Und dann würde ich sagen, was haben wir hier hinten noch? Wer bist denn du? Ich muss mit den Höheren über unsere Uniformen sprechen. Brombeeren kratzen mal wieder an meinen Oberschenkel. Ich bin schon los. Was? Okay. Ja, ich glaube... Bin ich eigentlich vollgeheilt? Vollgeheilt. Ich glaube, wir gehen einfach mal rein. Du bist noch zu schwach für den Turm. Hä? Oh, so, da müssen wir wieder alle Orden vorzeigen. Kein Problem, gar kein Problem. Ja, habe ich doch. Okay. Du hast alle Orden gesammelt. Nun darfst du dich in dem Turm beweisen. Wenn du es schaffst, alle Trainer hintereinander zu besiegen, darfst du dir am Ende ein shiny legendäres Pokémon aussuchen? Was? Okay, krass. Aber da hätte ich vielleicht einen Vorschlag, dass man das eher macht, wenn man Liga-Champion ist. Das ist ja schon ziemlich krass. Okay, nice. Ja, da hat man noch Bock. Aber ich glaube, das wird ein bisschen dauern, wenn wir es überhaupt schaffen, nach oben zu kommen. Aber wir werden es erleben. Mit was gehen wir denn rein? Gehen wir direkt mit Shenlong rein und triggern die Mega oder Ultra Nikorsma? Arceus? Weiß es nicht. Mit Hurengard scouten? Einfach mit Felix lieben? Ich weiß es nicht. Haben wir irgendwo eigentlich was zum Rauswechseln? U-Turn oder so drauf? Nee, ne? Naja, vielleicht sollte ich mal durch das Team überhaupt durchgehen. Wir haben Felix mit den Überresten, der uns auch durch die Liga ein bisschen gecarried hat. Dann haben wir Shenlong mit dem Lebenorb, mit Zenit, Stürmer, Turbo-Tambo, Erdbeben und dem Drachentanz und dem harten Wesen, das Mega-Reikwasser. Dann haben wir Keldeo mit dem Zauberwasser, mit dem Mystoschwert, Surfer, Kriegewasser und dem Kraftschuh, das scheue Keldeo.
Dann haben wir natürlich unser Star-Pair Ultra Neko Osma mit dem Ladestrahl, Photon Gazier, Prisma Laser, Schattenstrahl. Wo ich immer vergesse, welche Attacke zum Dings ist. Und Ultra Neko Osma machen, aber ich glaube, das ist Prisma Laser, ne? Photon Gazier. Angriff mit einer Lichtsäule. Ja, nee, es ist Prisma Laser, glaube ich, ziemlich safe. Und im Schattenstrahl und dem Ultra Necronium Z natürlich. Dann haben wir Arceus mit den Überresten, mit dem Turbo Tempo Erdbeben, Eisenschweif und Genesung. Eisenschweif haben wir nur, dass man noch was gegen Feen habe. Das Hurengard auch nochmal gegen Feen extra. Spuk bei Eisenschild, Schatzschuss, Königsschild mit den Überresten auch am Start. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal mit Felix rein und schauen mal, was uns erwartet. Ein Mew. Okay, da wäre Hurengard natürlich geil gewesen. Tja, bin ich greedy? Was kann Mew uns machen? Weiß man nicht, ne? Ich gehe einfach mal auf Mondgewalt und schau mal. Rote Karte. Aha. Tschüss und hallo Keldeo. Ja, ist dann natürlich nicht so geil. Harnsteine hat's gelegt. Okay. Ich gehe trotzdem auf den Surfer, weil ich glaube, wir sind nicht schneller. Doch, wir sind schneller. Aber wir töten nicht, nein! Da kommt die Psychokinese und tschüss. Ist auch die Frage, ob wir überhaupt heilen können, ne? Zwischen den einzelnen Stockwerken. Ansonsten habe ich, glaube ich, nicht mehr genug Beleber. Dann müsste ich erstmal Money farmen. Ja, dann gehen wir, glaube ich, auf Hurengard. Dann gehen wir auf Osma direkt. Markus, Long. Ich glaube, ich gehe wieder auf Helix einfach. Und gehe auf die Mondgewalt. Und was kommt dann raus? Mewtwo? Hat er einen Mega-Arm reif? Wenn das jetzt ein Mega-Mewtwo X oder so ist, dann RIP, Alter. Wäre es doch Ultra Nekros mal gewesen, ne? Psychostoß, Volltreffer. Ja, danke, ey. Oh nein, ich hab vergessen. Das geht gar nicht. Kann hier gar nicht mega entwickeln. Okay, dann ist natürlich der Schattenstrahl. An den Spuk, weil er ist schneller und er nimmt unser ganzes Team jetzt auseinander. Das ist natürlich RIP. Ja. Da kann ich nichts machen. Soll man gegen Mewtwo machen. Scheiße. Was auf 89 ist. Das ist RIP. Schattenstoß. Arceus. Turbo-Tempo. Yay, wir haben Mewtwo besiegt. Lavados. Ja, muss ich weiter auf Turbo-Tempo gehen. Ich habe nichts anderes. Wie macht das? Ah, geil. Nicht genug. Hä? Ruheort. Ja, okay. GG. Bei Eisenschweif ist es natürlich kacke gegen Feuer. Und Turbo-Tempo ist gleich leer. Magieflamme. Ja, natürlich, wenn verbrannt. Irgendwie eine 100%ige Chance verbrennen oder so. Eisschweif natürlich auch noch daneben. Ich kann nur auf dem Eisenschweif getroffen oder so, deswegen spule ich hier mal vor. Nee. Da können wir nichts machen. Wir jetzt geportet. Yes. Okay, nice. Ja.
Mewtwo ist natürlich ein Problem. Mewtwo ist ein Problem. Mew war als erstes. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit Necros bauen. Wir können einen Ultra-Necros bauen. Das ist natürlich ein Problem, aber egal. So, gehen wir rein. So. Er ist im Mew und wir gehen auf Schattenstrahl. Die Tarnsteine wieder. Ja, die rote Karte. Und es geht wieder auf Keldeo? Das ist doch gescriptet. Aber diesmal sollte Surfer killen. Ja. Kommt Mewtwo. Das bringt jetzt nichts rauszuwechseln, weil alles stirbt einfach. Das heißt, wir gehen gleich auf Uhrenrad, gehen auf Schattenstoß. Wir gehen dann auf. Arceus. Gehen auf Turbo-Tempo, richtig? Das besiegt nicht mal. Aura-Sphäre. Okay, das besiegt aber auch nicht. Nice. So, damit ist Mewtwo weg. Dann kommt wieder. Da kommt Arceus diesmal. Ich werde, glaube ich, einmal auf Kogo-Tempo gehen. Wir gehen einmal auf Genesung. Gucken, was es macht. Hahn. Es hat ein Leben-Orb. Ist das richtig gesehen? Ja. Dann gehe ich einfach weiter auf Genesung. Masken-Ruheort. Okay. Nee, dann gehen wir auf Kogo-Tempo. Okay. Jetzt müssen wir nur den Eisenschweif treffen. Nein. Arceus ist weg. Ein Zapdos. Und auf Eisenschweif. Sehr effektiv. Okay. Dann gehen wir, glaube ich. Geht sowas wie Steinkante, habe ich gleich dabei, ne? Hätte ich Jaw mitnehmen sollen für Necrozma oder so. Aber wir gehen nochmal auf Necrozma. Und gehen auf Prisma-Laser. Sollte alles töten. Nice. Na gut, aber das, wir müssen aufladen. Deswegen werden wir jetzt getötet. Aber diesmal haben wir Shenlong und Felix. Die sollten das beide handeln können. Die Zenitstimme wird ja dann auch nichts bringen, ne? Ich bin ja noch auf Dynamax. Das umgestellt hatte wieder. Oh, ich bin auch dumm. Ah, dann gehe ich einmal auf Drachentanz. So. Rufschnitt tötet nicht. Turbo Tempo. Ah, das macht ja gar nichts. Fuck. Okay, Felix, du musst das jetzt machen. Du musst das jetzt regeln, indem du das Mondgewalt wegdonnerst. Oh Mann, das ist ja nicht viel ab. Warum ist das nicht sehr effektiv? Fee ist nicht effektiv gegen Feuer oder im Flug oder was? Spezialangriff wurde gesenkt wegen Magieflamme. Überlebt er was? Och Mann. Ah. Weg mit deiner Magieflamme. Hilft da Aromaku auch? Nee, ne? Zum Start des Dings. Einmal nochmal auf Lichtschild? Ja, komm. Kann ich nochmal auf Geokontrolle gehen? Ja.
Ich krieg einen Volltreffer. Sehr klar. Okay, wir sind zwar nicht stark, aber wir müssen einfach auf den Crit hoffen. Das andere bleibt mir nichts übrig. Er geht immer auf diese Kack-Magieflamme. Keine Ahnung, wie viel AP die hat. Kann ich mal nachgucken. Magieflamme. Wie viel AP die hat. Ah, 10, Max 16. Okay, könnte man ausstreuen, ne? Gehen wir mal auf Aromakur. Ich chill wieder aufzuwirken. Macht jetzt Mondgewalt? Ne, immer noch so viel. Okay. Ja, dann bist du jetzt ein Shitfest. Er kriegt 2 Volltreffer oder was? Ich krieg nicht mal einen. Ich glaube, er hat keine AP mehr. Kann das sein? Ich jetzt nochmal auf Lichtschild. Und nochmal auf Aroma, Geokontrolle. Nichtete alle Entry Hazards. Auflockern, ach so. Zwei. Und einmal noch. Dann müssen wir jetzt wieder auf normalem Spezialangriff sein. Richtig? Steig stark. Müsste so sein. Mondgewalt. Yes. So, und jetzt kann er sich nämlich auch nicht mehr gegenheilen. Vielleicht hat er auch keine Ruheort. Ab dem mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er jetzt tot. Dieses dumme Lavados. Alter, das war jetzt viel zu schwierig. Okay. Also wenn wir jetzt nicht heilen können, dann bin ich dafür noch nicht bereit für diesen Turm. Okay, können nicht heilen. Ja gut. Ich kann es ja einmal probieren, aber ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Auch nicht mit diesen heftigen Pokémon. Da muss ich ja sowas von viel Geld farmen. So nehme ich denn die Top-Genesung? Top-Dog macht doch viel mehr Sinn. Möchte ich auch noch so, dass ich die ganzen 5er-Attacken auf 8 machen kann und so. Ich weiß nicht, wie es heißt. Top-Geta. Ja. Geta. Wie ist das? 10. One Move. Ich hätte auch nur 2, ne? Ja, das hat keinen Sinn, ey. Arceus. Turbo-Tempo. Und Felix hat auch einiges an Geokontrolle, Mondgewalt, an, ey. So. Obalium, Hesepiat in the Den. Nice. Da dürfte er eigentlich nicht so schnell verschwinden. Noch. Passt das eigentlich, ne? Ja. Okay. Ja, keine Ahnung, was der hat. Gehen einfach mal mit Shenlong rein, würde ich sagen. Entei. Aber das passt. Erdbeben. Läuterfeuer.
Keine Verbrennung bitte, danke. Ah, es tötet natürlich nicht. Dammit. Mach einen Tanz. Steinkante Volltreffer. Na klar. Natürlich. Kraftschub. Ich hätte natürlich gerne Call Mind hier drauf, aber ich weiß nicht, wo ich das herbekomme. Vielleicht gibt es das ja irgendwo noch bei diesen Attackenlehrern. Muss ich mal durchgehen. Das ist ein Geräusch. Level up oder was? Raikou. Ja, schade, dass Rayquaza tot ist. Schade, schade. Schade, schade. Wechsel. Okay, und was geht da? Oh, oh. Ich werde mit Turbo-Tempo arbeiten. Nicht genug. Und er kann wieder Ruheort. Ach, das ist doch freudig, ey. Okay, er geht aber nicht auf Ruheort. Ey, wehe, wir machen jetzt wegen der Verbrennung nicht genug mit Turbo-Tempo. Das ist doch so lächerlich, Mann. Ja, tschüss, Arceus. Nice. Mann, ey. Tschüss. Königsschild. Kann Spukball? Was zum Teufel? Dann geht er jetzt auf Siedewasser. Natürlich. Ja, Geokontrolle, ne? Voltwechsel, Celebi. Volltreffer. Na klar. Na klar. Schattenstoß. Würde natürlich nicht. Gigasauger aber auch nicht. Jetzt müsste aber killen, oder? Nein, natürlich nicht. Ja, okay, das können wir vergessen auf jeden Fall. Da kann ich noch nicht viel machen, auch wegen den Leveln auch, ne? Schaut euch mal die Levelunterschiede an. Da müsste ich erstmal alle wieder auf einen Nenner bringen. Ansonsten ist das auch ein bisschen unfair. Raikou wieder rein. Und wieder ein Volltreffer. Ey, wie viele Crits bekommt der? Das ist doch lächerlich. Ja gut, können wir jetzt eh nichts mehr machen. Aber ich, da bin ich eh noch zu schwach für. Wie gesagt, muss ich erstmal auf alle wieder auf einen Nenner bringen und viele Leber kaufen. Und Top-Tränke und so. Und vor allem für die AP-Sachen. Sonst wird das hier nichts. Gut. Trotzdem haben wir mal reingeschnuppert. Mal gucken, wann ich dafür fähig bin, diesen Turm zu bestehen. Wir werden es erleben. Ihr könnt gerne ja auch noch Teamvorschläge in die Kommentare schreiben. Vielleicht doch Knackrank mitnehmen soll oder sonst was. Aber heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.